Leon, wie lange bist du schon mit mir zusammen? Mit mir zusammen. Yo, Tobi. Yo. Weißt du, welcher Tag heute ist? Dienstag, oder? Ja, und wir haben noch kein Video. Verdienen wir damit Geld? Nee. Also ich meine so richtig, richtig viel Geld. Sehen wir aus wie Baby. Okay, das stimmt. Oh Gott. Alter! Digga! Ihr beide ab ins Studio. Zack, zack. Hey ihr da draußen! Heute ist so schönes Wetter, da haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal ein bisschen nach draußen, eine neue Location. Ihr habt uns in den letzten Wochen richtig viele Fragen gestellt und dann haben wir gedacht, machen wir wieder ein AskGSTD mit euren Fragen, unseren Antworten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort an. Woo! Wann kommt endlich neuer Merch raus? Ihr wisst es, wir haben mal Merch rausgebracht und der war aber nicht wirklich so cool, beziehungsweise wir fanden den irgendwann nicht mehr so schön. Wir können nicht viel sagen, nur dass im Sommer eventuell. Also es wird nur momentan, gucken wir bei den Designs, oder? So ist noch nicht ganz so unser, also wo ist alles gerade noch so ein bisschen geplant das werden. Das wird noch entwickelt so genau. Alles. Hashtag AskGSTD, macht ihr mal bei der Gangtour mit. Da geht doch die Sonnenbrille mal. Ich glaube einfach nicht, weil wir einfach keinen aus der Gang wirklich kennen. Wer ist denn bitte in der Gang, den wir so kennen? Also gar keiner, oder? Aber wir könnten eigentlich mal alleine eine Tour machen, oder? Genau. Würde ich sagen. Jetzt geht. Im Sommer bestellt euch Tickets unten in der Bio. Genau, wir fahren mit einem Bus durch Deutschland. Nein, tun wir nicht. Nicht durch Deutschland, aber bis nach Berlin fährt. Hashtag AskGSTD, seid ihr beim Video Day in Köln? Da kann ich nur sagen, ja, da hatten wir eigentlich ziemlich vor hinzugehen. Werden wir auch. Genau. Unter anderem Berlin? Berlin, ja genau, Berlin. Also Köln auf jeden Fall. Köln ist ja das, was jetzt ansteht. Die Videodays haben nur noch irgendwie gar nichts geplant. Also da ist noch gar nichts so raus irgendwie von denen. Aber wir werden uns auf jeden Fall irgendwie, sobald es geht, werden wir uns anmelden. Wir werden auf jeden Fall kommen. Wenn wir bis dahin nicht irgendein Unfall passiert oder so, sind wir da. Liest ihr hin und wieder Sachen auf Snapchat oder beantwortet sie? Also erstmal glaube ich, muss ich sagen, wir sind alle sehr aktiv auf Snapchat. Also folgt uns da mal. Namen werden hier gerade auch eingeblendet. Also Fabi und ich mehr als Tobi, aber Tobi auch. Ich ab und zu mal, aber es ist bei mir so, ja, ich will jetzt snappen und dann kommt es irgendwie dazu, dass ich doch was anderes vorhab, dies, das, das. Und dann kommt einfach zu viel. Das und dann Ananas. Nein, und du hast, glaube ich, gerade eben auf Snapchat auch mal gesagt, die sollen uns Fragen stellen. Deswegen werden wir uns da jetzt mal ganz spontan so ein paar raussuchen. Ich wollte euch fragen, ob Fabian jetzt auch Snapchat hat und wenn ja, wie er heißt. Wenn nicht, ob er sich vielleicht Snapchat macht. Und schöne Grüße aus Berlin. Schöne Grüße zurück. Wir sind demnächst übrigens auch in Berlin. Sein Name wird jetzt hier nochmal eingeblendet, wie der von uns allen. So ganz groß, so ganz über den Bildschirm. Fabian, wenn du das siehst, ganz, ganz groß machen. Nee. Nein. Nein! Ist doch ein. Nö. Hallo Leon, wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Oh Gott. Ich glaube, das war Mickey Maus persönlich. Leon. Wie lange bist du schon mit so mir zusammen? Viereinhalb Monaten ungefähr, aber eigentlich schon vorher. Wir haben das erst dann gemacht, also euch erst gesagt. Nee, aber so mit Pauline seit viereinhalb Monaten ungefähr. Oh, risky, Jungs, risky. Tschüss. Geht's noch so vor, also in Zukunft, so generell? Ich würde jetzt gleich mal eben gleich was essen gehen. Genau, ich habe jetzt in naher Zukunft vor, mal was zu trinken, weil es richtig heiß hier ist. Ich glaube, wir wollen einfach... Tschüss, Leon geht was trinken. Ich glaube, wir wollen einfach mehr so wieder so lustigere Sachen machen. Mehr so im Sketch-Bereich, genau. Eher eine Frage, die wurde an mich gestellt. Fabian, ist dein Hund auch Veganer? Ja, der isst nur Salat mit Tofu. Jeden Tag. Hashtag AskGSTD. Wie viele Kinder wollt ihr später? Also Fabi und ich hatten eigentlich so gedacht, so an 10 bis 15. Aber es gibt nur Tobi an Leon. Also. Wir überlegen uns das noch. Also wir wollen das eigentlich auch geheim halten. Ja, also 10 bis maximal 500, finde ich, ist im Rahmen drin. Ja. Ist drin, oder Tobi? Du als runterspringen. Du als Onkel. Also mit Tobi möchte ich vielleicht ich auch noch ein Kind. Hashtag AskGSTD. Was würdet ihr machen, wenn aus irgendeinem Grund euer ganzer Kanal samt Abos und so weiter gelöscht werden würde? Ja, einfach mal eben kurz. Tschüss. Tobi. Ja, das war's mit Tobi. Was weil ich glaube, man konnte erstmal YouTube kontaktieren. Es gab ja schon so Fälle, wo zum Beispiel Live with Melina aus Versehen ihren Kanal gelöscht hat. Ansonsten würden wir einen neuen erstellen, oder? Ja. Ich hoffe, das würde dann schnell klappen, dass wir schon. Da irgendwie mehr bekommen. Tobi, machst du das auch? Ja. Okay, nicht gut.
sieht nicht gut aus. So Leute, wir genießen jetzt noch ein bisschen weiter hier das Wetter. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall einen Daumen hoch geben, falls ihr mehr von diesen Frage-Antwort-Videos sehen wollt. Oder schreibt eure Fragen irgendwie in die Kommentare. Wir können auch so jetzt mal hier ein paar kommentieren und nicht nur in einem Video. Ja. Und wir würden sagen, wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Ciao. Ciao. Zack, zack.